Heute mit der spannenden Frage, wie schlägt sich eigentlich der Niu Kaku i3 Max bei ungefähr minus 5 Grad Außentemperatur? Finden wir es heraus. Handschuhe habe ich an. Ah, was für ein herrlicher Sommertag hier in Berlin. Minus 5 Grad, einfach zum Sterben schön. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und damit auch wieder herzlich willkommen zurück zu E-Scootern, E-Scootern und E-Scootern. Hinter mir steht ein, Überraschung, E-Scooter. Und zwar der Niu Kaku i3 Max. Den Kaku i3 Pro, den habt ihr auf meinem Kanal schon mal gesehen. Ja, Video ist jetzt hier oben für euch verlinkt. Und jetzt hat mir die Firma Niu freundlicherweise den Kaku i3 Max zur Verfügung gestellt, der diese Kaku i3 Reihe dann komplettiert. Ja, deswegen erscheint hier oben jetzt irgendwo Werbung. Ja, da wissen wir alle Bescheid. Gemeckert wird trotzdem, denn die Klingel ist immer noch die gleiche. Und vielleicht habt ihr den hier ja auch schon auf dem einen oder anderen Kanal gesehen. Bei Handtag war zum Beispiel schon mit wirklich wieder einem fantastischen Video. Absoluter Respekt dafür, schaut das auf jeden Fall mal an. Und auch Techniktest hat den da und vielleicht ist da zwischenzeitlich auch schon das Video rausgekommen. Also überall mal gucken und so. Wir schauen uns den nämlich jetzt auch an. Mir friert jetzt hier fast der Arm ab und deshalb würde ich sagen, los geht's. Heute heißt es wieder A New Way Forward mit dem Niu Kaku i3 Max. Wir schauen uns zunächst die Beleuchtung des Scooters an und starten mit der hervorragenden Niu Frontleuchte. Halo Ring oder nicht, wir haben hier auf jeden Fall eine der besten Frontleuchten im E-Scooter-Bereich. Näheres zum Display findet ihr in meinem Kaku i3 Pro Video. Die schmale und ultrahelle Heckleuchte ist im neu designten Heck zu finden. Dieses gefällt mir deutlich besser als das vom Kaku i3 Pro. Das abgeflachte Schutzblech reflektiert das Licht zusätzlich. Übrigens haben wir hier auch eine Bremslichtfunktion. Insgesamt liegt Niu bei der Beleuchtung ganz weit vorne. Wir haben hier zwei echte Bremshebel, die die Scheibenbremse vorne und auch die Scheibenbremse hinten ansteuern. Richtig gehört, wir haben hier beim Kaku i3 Max zwei manuelle Scheibenbremsen. Entsprechend war das Ergebnis beim Bremstest hervorragend. Der Bremsweg betrug teilweise unter 2 Meter. Hier ist auch noch die Bremsspur zu erkennen. Der kleine Seitenständer wurde hier vorne angebracht. Damit steht der Kaku i3 Max besonders sicher. Auf dem schönen und ultrabreiten Trittbrett haben unsere Füße auch nebeneinander Platz. Ganz schön innovativ und vor allem einfach zu bedienen, der Niu-Klappmechanismus. Dieser schnappt in der Öse unter dem Display ein. Auch der Klapphebel vorne ist solide verarbeitet und verfügt über eine zusätzliche Sicherung. Damit schnappt auch die Lenkerstange erstmal automatisch ein.
Glocke aktiviert. Okay, dann können wir jetzt mit dem 450 Watt nenndauerleistungsstarken Heckmotor starten. Damit zieht der NIO KQi3 Max ordentlich ab. Dank neuestem Speed-Update haben wir nicht nur 21 km/h auf dem Display, sondern das auch per GPS gemessen. Der KQi3 Max kann 120 kg zuladen und hat knapp 12,7 Ampere-Stunden Akku auf 48 Volt. Das sind mehr als 600 Wattstunden. Ladet euch auch die NIO App herunter. Diese braucht ihr zwingend zum Aktivieren des Scooters. Die 9,5 Zoll großen und extra breiten Tubeless Luftreifen federn kleinere Unebenheiten locker weg. Der KQi3 Max ist ein klasse Gesamtpaket und ein absoluter Preis-Leistungsheld. Ja, und bevor mir wirklich alles abfriert, kommen wir jetzt zu einem kurzen Fazit zum NIO KQi3 Max. Erstmal besprechen wir auch hier natürlich die kleinen Kritikpunkte. Das ist zum einen natürlich ausschließlich die Klingel. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, eine Klingel kann man sich für einen Euro irgendwo neu holen. Da möchte ich mich jetzt heute nicht dran aufhalten, sondern die tatsächlichen Kritikpunkte sind, die Akkukapazität scheint wirklich außerordentlich stark unter den Außentemperaturen zu leiden. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es hier etwas stärker abgenommen hat, wie bei den anderen Geräten jetzt im Winter. Generell kann man aber sowieso über alle Scooter mit Lithium-Ionen-Akku hinweg sagen, Winter ist jetzt nicht ihr Favorit. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal ganz spontan 25% mindestens eurer Reichweite, die ihr im Sommer schafft, abziehen. Denn das mögen die Akkus halt einfach nicht. So, das ist mir negativ aufgefallen. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, gibt es hier nicht so richtig viele Kritikpunkte. Ja, Blinker haben wir jetzt hier nicht. Muss man aber auch ganz klar sagen, wenn man sich mal so anschaut, wie die Preise für Geräte mit Blinkern vorne und hinten sind, dann ist das halt einfach ein anderes Preisgefüge. Aber wir haben hier halt eben 12,5 Ampere-Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, auf 48 Volt. Und das ist wirklich ein ganz schön fetter Akku für einen Scooter, der in den letzten Wochen teilweise ja, unter 800 Euro gekostet hat. Also meiner Meinung nach ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Am Ende des Tages spreche ich die Kaufempfehlung jetzt nicht aus, weil unten ein Affiliate-Link drin ist oder die Firma NIO mir den Scooter gestellt hat, sondern weil er mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Ja, ist halt ziemlich bullig, breites Drittbrett, hält mich gut aus, zieht gut ab. Ja, ich würde sagen G30D-Niveau oder sogar höher. 120 Kilogramm Zuladung, hat mir einfach gut gefallen und mir reicht der Federkomfort der 9,5 Zoll Luftreifen hier auch vollkommen aus. Sehr schön finde ich bei NIO auch, dass man sich sehr viel Mühe gibt, wenn man Feedback bekommt, das direkt umzusetzen. Also wir haben hier schon ganz oft Updates gehabt, jetzt zuletzt erst wieder ein Speed-Update, was ihn tatsächlich nach GPS auch auf 21 km/h bringt. Ja, auch eine tolle Sache. Also insgesamt auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, und wenn euch der NIO KQi3 Max, der große Bruder vom Sport und Bro, so gut gefallen hat wie mir, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, bla bla bla. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Euer Wicker. Und dann ist hoffentlich auch wieder ein bisschen heller. Bye!